Menschen haben einen super großen Vorteil, also uns gegenüber als Verteidiger, nämlich die reagieren eigentlich in 90% der Fälle immer gleich. Es mag den einen oder anderen geben, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Das hat dann was mit dem Geisteszustand zu tun. Jetzt nicht, dass sie alle Malle sind in der Birne, das kann natürlich auch sein, aber es kann sein, dass Alkohol eine Rolle spielt, Drogen oder irgendwelche merkwürdigen Substanzen. Da funktionieren manche Sachen dann nicht, das stellt man dann aber sehr schnell fest. Dann merkt man nämlich, komisch, der reagiert nicht, also hau ich ihn um. Da muss man dann sich auf Mechanik verlassen, anders geht das nicht. Zu kommen. Wenn er mich umklammert, wenn er mich so umklammert, ist er ein Idiot. Aber er scheint nicht so gerne zu haben, er macht das gerne. Hat natürlich einen Vorteil, ich kann ihm jetzt die Originalschelle rechts und links auf die Ohren, dann gibt das so ein Pfeifen, das klingelt dann hier oben so. Die lassen dann meistens los, weil die Trommelfälle weg sind, oder ich könnte ihn theoretisch auch so gleich runterbringen. Habt ihr gesehen, dann lässt er auch los, weil der Klammerreflex sich auflöst. Die meisten klammern aber mit hinten. Die muss man jetzt erstmal beschäftigen. Ich war jetzt nett, ne? Aber ich kann ja hier meine Hand immer bewegen, jetzt habe ich seinen Pieper in der Hand und drücke dann einfach richtig zu. Und wenn man so eine Kulla in der Hand hat und richtig zudrückt, gibt das ein geiles Geräusch. Hört sich so an wie ein Schweinchen. Jeder von uns Männern weiß, wie das ist. Ihr könnt es euch richtig vorstellen. Ich sehe das an euren Gesichtern. Wenn man sich vorstellt, stellt euch vor, das ist es. Die lassen sofort los. Also die sind wirklich. Und die registrieren diese Bewegung hier unten auch nicht. Das ist das Lustige daran. Wenn man das eklig findet, kann man sich hier schön drehen an der Seite. Ist widerlich, ne? Wenn man die Rippen dreht, klappt aber nicht bei einer sehr dicken Jacke. So, er greift jetzt richtig zu. Ich könnte mit Kraft versuchen, das zu machen. Habe ich keine Chance. Jetzt mache ich was anderes. Ich werde einfach weich. Gesehen? Und wenn ich total weich werde, hat er das Gefühl, es ist so ein Schlauch, der unter ihm wegsackt. Jetzt gehe ich hier rein, damit er mir hier nichts tun kann. Jetzt würde ich hier rausgehen. Da würde ich ihn mir holen.